Ja, ihr Lieben, ein ganz, ganz kurzes Video, ein ganz, ganz kurzes Motivationsvideo und dabei ein bisschen die Hunde zeigen, was ich gerade mache. Ich habe gestern hier die Bäume geschnitten, gestern Sonntag. Wir haben jetzt morgens früh, Sonne geht gerade auf. Habe hier schon die Hälfte weggetragen, bisschen Pause machen und habe mir gedacht, da ist mir doch gerade was in den Kopf geschossen und da wollte ich euch doch mal ein bisschen Motivation geben. Komm, ich zeige euch erstmal ein bisschen die Hunde. Na, mein Schatz. Sag mal Löschen. Mal Löschen zu deinen Fans. So, ihr Lieben. Jesus oder Satan? Satan oder Jesus? Jesus oder Satan? Wisst ihr? Wir haben Zeit unsere. Moment, ich schock mich mal dahin. Sie ausruhen. So, ihr Lieben. Ja, mein Schatz, ich weiß. So, Jesus oder Satan, Leute? Wisst ihr, wir haben das Spiel. Das Spiel beginnt nicht immer von Tag zu Tag neu. Das Spiel hat angefangen. Ja? Ihr habt euch an den Tisch gesetzt und die Karten wurden euch schon bei eurer Geburt. Wurden euch schon die Karten auf den Tisch gelegt, ja? Und das ist kein ganzes Paket Karten, das sind nur ein paar K-Karten. Das sind nur ein paar Karten, so viele sind das gar nicht, ja? Wisst ihr, Jesus oder Satan? Ihr könnt, liebe Leute, ihr könnt am Anfang, ja? Ihr habt eine Karte, da ist der Jesus drauf. Und eine Karte, da ist der Satan drauf. Ja? Und auf den anderen Karten geht es von 10 runter und von 10 aufwärts. So. Und wie ihr wisst, geht es von 10 nach aufwärts. Ja? Gibt es weniger Karten als 10 nach abwärts. Ja? Da seht ihr, wie schwer das ist, aufwärts zu bleiben, aufwärts zu gehen, aufrecht zu gehen. Auf dem besseren Weg zu bleiben, aufwärts zu gehen. Wisst ihr? Mein Mentor hat mir immer gesagt, such dir Leute, die dich nach oben ziehen. Mein Mentor. Damals in Deutschland. Nicht Leute, die dich nach unten ziehen. Ja? Denn es geht sehr, 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 sehr weit tief da unten runter. Ja? Und dann wieder auf die Zehen zu kommen, ja, und dann zum Ast zu kommen und dann zum absoluten Joker. Ja? Euer Joker ist entweder Jesus oder Satan. So. Ja, jetzt fängt schon bei der Geburt an. Alles, was ihr von Anfang an mitbekommt, ja, ihr könnt vom ersten Tag an, könnt ihr schon maltradiert werden von euren Eltern. Maltradiert werden von einem Nachbarn, der zu laut ist. Von dem ersten Tag an, jeder Einfluss spielt in eurem Leben schon eine Rolle. Ja. Nur mal ein bisschen was erzählt, falls ihr euch überlegt habt, was labert der da vom ersten Tag an? Ja. Vom ersten Tag an wurden euch die Spielkarten auf den Tisch gelegt. Ja? Beispiel, ihr hattet ein sehr schweres Leben, ein hartes Leben, warum lässt Gott alles zu, blablabla, blablabla. Diese ganz schwachen Menschen. Ja? Kann auch alles nicht sein, warum lässt Gott alles zu, wenn alles so scheiße ist. Ja? Haben wir überhaupt nichts verstanden, die machen es ganz leicht. Ja? Um das mal so ein bisschen zu untermauern. Ne? Ihr habt die Karten von Anfang an auf den Tisch gelegt bekommen, ihr Lieben. Ja? Ihr könnt, ja, wenn ihr dann anfängt, jugendlich zu sein und sowas, könnt ihr dann Satan nehmen. Ja? Ihr könnt sofort die Karte, ihr könnt euch aussuchen, welche Karte ihr in das Spiel sofort bringt. Ja? Welche Karte legt ihr sofort auf den Tisch? Wo fängt ihr an? Mit dem König? Mit der Dame? Mit der 3? Mit der 5? Mit der 7? Wo fängt ihr an? Ihr könnt direkt mit Satan anfangen. Ja, ihr legt sofort die Karte Satan auf den Tisch und ihr habt sofort das Spiel gewonnen. Die restlichen Karten spielen keine Rolle mehr. Satan gibt euch alles, was ihr wollt. Ja. Doch nur eine Karte spielt noch eine Rolle. Wenn die letzte Karte nicht Jesus Christus ist, die ihr gezogen habt, ja, dann ist es vorbei.
Wenn ihr Satan zieht und dann die 5, die 6, die 7, die Dame, die 9, den König, die 3, dann Jesus auf den Tisch legt, ja, und dann die 2 nochmal wählt, ja. Wo war Jesus? Ganz oben. Wo ist die 2? Ganz unten. Habt ihr verstanden? Ihr seid wieder ganz unten. Die letzte Karte muss Jesus Christus sein. Ja? Die letzte Karte muss Jesus Christus sein. Und danach gibt es keine Karte mehr. Habt ihr das verstanden? Natürlich habt ihr das verstanden. Ihr kennt das ja von mir. Ja? Lauwarmer Christ gibt es nicht. Lauwarme Christen werden nicht in den Himmel kommen. Ganz klar. Lest es nach in der Bibel, ihr werdet sehen. Ich will kein Heuchler sein, wir sind alle Sünder. Ja, vergesst nicht, dass wir, wenn ich rede, dass ich nicht sage, ich bin was Besseres, ich bin kein Sünder oder sonst was. Nein, nein, nein. Es geht darum, auf den besseren Weg zu gehen, Jesus Christus Weg zu gehen, seine Gebote einzuhalten, so gut wir können. Wir sind Sünder. Wir können nicht alle Gebote halten, aber so gut wir können. Und uns immer zu fragen, wenn ich vor einer Sünde stehe, und jetzt macht lieber Stopp, denn das, was ich jetzt sage, dann wird euer Leben ganz schwer. Ab jetzt, dieser Satz, den ihr hört, wird euer Leben sehr schwer in der nächsten Zeit, wenn ihr das hört. Wenn ihr das wirklich versteht und wirklich registriert habt. Ja? Also dann macht lieber Stopp und lebt das Leben jetzt weiter. Oder ihr versucht ein Level aufzusteigen. Ihr versucht jetzt mit mir ein Level aufzusteigen. Geschwister. Jesus oder Satan. Vor jeder Sünde. Vor jeder Sünde, wenn du dich schon auf den Weg zur Sünde begibst. Auf den Weg in Gedanken, im Geiste schon gesündet hast. Und auf den Weg zur Praxis diese Sünde gehst. Frag dich auf den Weg. Wer ist stärker? Jesus oder Satan? Wer ist stärker? Jesus oder Satan? Welche Karte hole ich raus? Wer ist stärker, Jesus oder Satan? Und jetzt ist das, was ich meine. Dieser Satz ist ein großes Problem. Ist ein großes Problem jetzt in deinem Leben, wenn du das wirklich verstanden hast. Denn jetzt, wenn du jedes Mal an diesen Satz denkst, den ich dir gerade gesagt habe, ja, lass mich dein Mentor sein. Und du auf dem Weg zur Sünde bist und dich fragst, wer ist stärker? Und an mich denkst, was ich dir gesagt habe. Wer ist stärker, Jesus oder Satan? Dann bleibt dir keine andere Wahl, als eine 180-Grad-Drehung zu machen und wieder nach Hause zu gehen. Zu deiner Frau zu gehen. Zu deinen Kindern zu gehen. Zu deinen Eltern zu gehen. Zu deinen Geschwistern zu gehen. Und nicht zu den Leuten gehen, die dich runterziehen. Lass sie. Wenn sie dir nicht folgen wollen, nach oben, ja, Du sollst ja versuchen, sie mitzuziehen. Wollen sie nicht, wollen sie dich weiter nach unten ziehen, weil sie sehen, dass du was Besseres bist. Wir Christen sind nichts Besseres, kein Hochmut. Doch, in dem Sinne bist du was Besseres. In dem Sinne bist du was Besseres. Ist heilig nicht besser? Ist heilig nicht besser als wie das Übel? Geheiligt seien wir. Die Tiere, die Welt, wozu Heiligkeit der Menschen erschaffen? Dass wir sie uns untertan machen. Versteht ihr? Und die an Gott glauben, sind die Kinder Gottes. Ihr seid in dem Sinne besser. Ja? So, ihr Lieben. Ich muss weitermachen. Ich wollte euch nur ein bisschen motivieren. Ich hoffe, das hilft etwas. Ich liebe euch sehr. Ja? Versucht die Muslime zu erretten. Das sind genauso Menschen wie wir. Sie sind sehr, sehr stark eindoktriniert von klein auf, von kleinen Kindern auf. Das müsst ihr verstehen. Und das geht aber auch nur mit Härte. Ihr müsst das wirklich mit Härte machen. Denn sie wurden von klein auf nur mit Härte eindoktriniert. Brutale Härte. Ja? Und wenn ihr nicht zeigt, dass ihr stärker seid, wenn ihr zeigt, dass ihr schwächer seid, werden sie unseren Gott nicht stark ansehen. Versteht ihr? Wir müssen selbstbewusst, stark, hart
an diese Sache rangehen. Ja? Gut, ihr Lieben. Gott segne euch. Gott hab euch wohl. Gott möge euch alle eure Wünsche, die euer Herz begehrt, erfüllen, die in der Liebe sind und nicht aus der Wurzel allen Übels ist. Ja? Oder was auch immer ihr braucht. So, ihr Lieben. Jesus. Jesus. Jesus ist der Weg. Haut's rein. Ne?